seid mir gegrüßt zu einer neuen Geschichte aus Maushausen. Und für diese Geschichte habe ich jetzt eigentlich etwas zu viel auf. Unbehütet heißt es heute. Und wie es dazu gekommen ist, das erfahrt ihr im Laufe dieser Geschichte. Und dazu schlage ich jetzt nun als erstes mal mein Buch mit den Geschichten auf. Unbehütet. Der Marathon hat wohl doch seine Spuren hinterlassen. Seit fast einem Vierteljahr bin ich mit meinen Mäusen jedes Wochenende auf einem anderen Markt. Ich muss mal zusammenzählen, was ich da an Kilometern gemacht habe. Sowohl motorisiert als auch zu Fuß. Heute und morgen noch, dann habe ich mal 2 Wochenenden Pause, bevor es in den Saisonendspurt geht. Hast du alles eingepackt? Wurde ich noch gefragt, bevor ich gestern Morgen losgefahren bin. Ja, habe ich siegessicher geantwortet. Tja, dumm gelaufen. Das Roulette steht, die Mäuse sind startklar, sogar das Dach ist dran und der Gaukler? Der steht hier ohne Hut. Der liegt noch zu Hause und behütet gerade den Stuhl meines Filmsets. Dort habe ich unter der Woche noch ein paar Videos gedreht, damit ich endlich mal wieder Material für meinen Kanal habe. Der ist in der ganzen Zeit nämlich zu kurz gekommen. In meiner Tasche klingelt es. Da momentan nichts los ist, werfe ich einen Blick auf mein modernes Brett vor dem Kopf. Das Smartphone. Eine Nachricht von meiner Schwiegermama. Der Gaukler ohne Hut, geht das? Steht da. Ich seufze. Tja, es muss halt gehen. Auf diesem Markt bin ich heute das erste Mal. Die Leute hier kennen mich also gar nicht anders. Da ist das Ganze nicht so schlimm, denke ich mir. Was ist denn mit dir passiert? Werde ich da prompt angesprochen. Ich hebe den Blick und drehe mich zum Sprechenden hinüber. Wie bestellt steht da ein Pärchen neben mir, mit dem ich mich schon auf mehreren Märkten angefreundet habe. Da fehlt doch was, spricht der Recke weiter. Ja, gebe ich gedehnt zu. Die Maid lacht. Ohne den Hut siehst du schon sehr zivil aus. Sie lacht noch mehr, als ich ein zerknautschtes Gesicht mache. Wir unterhalten uns noch etwas weiter. Zum Glück geht es nicht nur um mein unbehütetes Dasein, bis genügend Mitspieler da sind, um die erste Runde des Tages zu starten. Das war sie, die heutige Geschichte aus Maushausen. Alle von euch, die meinen Kanal schon länger verfolgen, die wissen, dass das nicht das Erste ist, was ich vergessen habe. Schaut mal da oben in die Ecke. Da gibt es jetzt nämlich ein Video, wo ich auch mal was vergessen habe. Und was das ist, schaut's euch an. Aber erst nach diesem Video. Passiert ist das Ganze 2023 in Gundelfingen. Und das war der letzte große Markt vor dem Saisonende. Es gab danach noch eine eintägige Veranstaltung. Aber der letzte große Markt war Gundelfingen. Und den habe ich zwar unbehütet, aber dennoch ganz gut überstanden. Ich hoffe, euch hat die Geschichte Spaß gemacht. Ihr hattet Spaß mit dem Video. Und wenn ja, dann lasst mir doch gerne mal eine Reaktion da. Und was mich auch immer freut, wenn ich Katrin Kommentare zu diesem Video oder den ganzen anderen Geschichten aus Maushausen vorlesen kann. Bis zum nächsten Video dann. Gehabt euch wohl. Jetzt im Abspann könnt ihr zunächst meinen Kanal abonnieren, dann verpasst ihr keine Geschichte und auch kein anderes Video mehr. Im unteren Video, da gibt's das gerade angesprochene mit dem vergesslichen Gaukler und im oberen darf YouTube euch etwas vorschlagen.